Hallo Leute, hier sind wieder MacFisto 2051. Mavia, hi. Willkommen zurück zu unserem Let's Play von Stardew Valley. Heute am 18. Tag. Du wolltest noch deinen Ofen bauen, vergiss das nicht. Hab ich schon. Hast du schon, sehr schön. Ja, als du schon geschlafen hast. Ah ja. Gut, morgen wird's wieder regnen. Stimmt, wir haben jetzt 4 Öfen, nicht mehr 3. Kann ich heute ein bisschen gießen. Ich habe Spitzhacken-Effektivität, also meinen Level 3 und Kampf-Level 3 bekommen. Sind sie noch? Ich hab nichts bekommen. Oh, mal guck mal, ich glaube die Erdbeeren sind fertig. Nein, ne? Ja, dann haben die echt viele sichtbare Wachsanimationen. Oder Wachstumsstufen. Ich frage mich nur, warum ich hier die ganze Zeit kein Farming-Level bekomme. Ich bin hier so wie wild am Gießen jeden Tag. Wenn ich mich richtig erinnere, bekommst du XP vom Farming nur durch das Ernten. Na toll. Das würde natürlich auch erklären, warum ich so wenig XP bekomme. Du lässt mich hier raffinierterweise immer gießen und farmst schnell ab. Aber der Blumenkohl ist mein. Oh. Aber gut, das passt ja dann dazu, dass dann später mit dem Sprinkler nichts verloren geht. Genau. Mit einem Text für den Blumenkohl. So. Was war das? Bin ich schon wieder in die Mine. Was könnte ich denn noch machen, außer angeln oder die Mine? Ich meine, wir haben so wenig zu farmen momentan. Wie viele Leute fehlen dir denn noch zum Begrüßen? Also immer noch 7. 7? Mir fehlen nur noch 3. Ist eine gute Idee, das mache ich heute mal. Ich versuche mal diese Leute zu finden. Ich kann ja nicht jeden Tag nur in die Mine gehen, vor allem mit dem fehlenden Equipment. Holla! Hier wächst aber gerade viel Zeug. Interessant, ich hätte schwören können, da war gerade keine Beere an dem Strauch. Aber ich habe den Strauch neben dran geschüttelt oder das hier einer aufgeploppt. Ob die sich gegenseitig triggern? Hm. Dann könnte ich auch mal. Genau, ich kann noch in das Gemeinschaftszentrum gehen und mal schauen, was denn jetzt auf dieser Platte steht. Ich bin gerade auf dem Spielplatz, ich rutsche, huhu! Oder fast. Ich tue mal zumindest so, als ob. Die Bärenzeit ist toll. So viele leckere Beeren. So, oder haben wir da ein Kerzenmännchen? Mal schauen, ob das mit mir redet oder verschwindet. Nein, es verschwindet. Aquarium Belohnung, Entfernung des glitzernden Felsens. Ja, du bekommst hier also auch gut. Das heißt, wenn du in den linken unteren Raum gehst, guck mal, ob du da also in diese Handwerkskammer, ob das oberste Bündel schon abgegeben ist. Okay. Ach, jetzt sind alle zu sehen. Also hier ist einmal muss man sehr viel fischen. Dann muss man alle möglichen Nutzpflanzen abgeben. Nein, es ist keins abgegeben. Nee, in der Speisekammer ist keins abgegeben. Frühling, ah ja, wir bräuchten also, wenn es geht, noch einen Blumenkohl. Ach, keine Ahnung, eine Kartoffel, eine Bohne und ein Radieschen oder sowas. Und der Handwerksraum müsste das oberste Bündel, das grüne Bündel. Brückenreparatur. Ja. Hast du das schon abgegeben? Ja. Hast du mir gar nicht gesagt. Hätte ja eigentlich angezeigt werden müssen. Dann sollte man mal schauen, ob wir noch alle Pflanzen haben. Ob wir noch einen Blumenkohl haben, den wir abgeben können. Blumenkohl haben wir, glaube ich. Es sei denn, du hast einen im Dings in die Kiste gelegt. Aber jedes Mal, wenn ich einen finde und ernte, wird er natürlich in die Kiste gepackt. Wir wollen ja schließlich Geld.
Außer das war ein Verschleiß. Ich habe eine Geode gefunden im Müll des Museums. Sehr interessant. Ja, das Museum kann ja mit den Geoden nichts anfangen. Die muss man ja zum Schmied bringen. Ja, ja. Und der Weg ist unglaublich weit von dem Museum zum Schmied. Nee, so weit würde ich nie laufen. Niemals. Ha. Jetzt bin ich unten bei dem Farmhaus. Genau, da müsste ich wahrscheinlich mal noch rein. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht drin. Nur Freunde von Lea können hinein. Doch, da war ich schon. Der Zauberer gilt noch nicht als schon begrüßt. Sehr witzig. So, hier ist Tierbedarf zu kaufen und das war's. Dann sollte ich den vielleicht auch mal noch Hallo sagen. Woher weiß man, wann man jemanden begrüßt hat? Kannst du in deinem Menü dir anschauen. Unter dem Herz-Tab. Oh, sehr gut. Wenigstens ein sinnvoller Questlog. Irgendwie gerade am Lachsbären sammeln. Lea, die mir von Pflanzen erzählt. So, dann gehen wir mal nach oben links. Ich möchte ja auch noch zum Zauberer. Jetzt haben wir schon den Drogentrip mit dem Zauberer hinter uns. Erzählt immer noch als nicht begrüßt. Geh einfach mal so hin, fertig. Aha, er sagt, es ranken sich Mysterien um uns. Nee, also mir wird nur angezeigt, wenn jemand ledig ist, aber nicht, wann ich ihn begrüßt habe oder nicht. Oder sind das die Leute, die keine Fragezeichen haben? Die Fragezeichen haben keinen Namen. Die Fragezeichen haben, mit denen hast du noch nicht geredet, weil du deshalb noch nicht weißt, wer das ist. Ah. Toll, das sind alles die Leute, mit denen ich am Dorffest gesprochen habe. Hallihallo. Jo. Na, wer ist das denn? Hm, da steht einer? Wo? Oh. Eine Lea. Aber, ja. Ich glaube, Lea hatte ich schon. Direkt mal angeln. Dose. Aha, eine Lea und du willst sie direkt angeln, ja dann. Hast du gesagt, Lea? Oh, direkt angeln. Also angelt sich Mavia jetzt eine Lea. Ich angle mir hier nur durch weiche Zeitungen. Das ist Cola. Auch eine Option. Vielleicht nicht die beste Wahl, aber irgendwas ist ja immer. Bleib da, kleiner Knirps. Bringt eure Kinder in Sicherheit, damit Mephisto kommt. Naja, wir könnten die Kinder ja mit einem Van zum Comicbuchladen fahren und sie mit Süßigkeiten an. Eine meiner Lieblingsstellen in Big Bang Theory. Ich habe einen Schwarzbarsch gefunden. War das der, den du wolltest? Moment. Keine Ahnung. Ist weg, die Quest. Die ging noch bis gestern. Dann verkaufe ich ihn, weil der ist nämlich golden. Das könnte einer der Leute sein, die ich noch nicht habe. Ein Sam. Können die Leute nicht oben stehen? Und wenn die Leute keinen Namen haben, weil soll ich denn wissen, wo die wohnen? Tja. Guten Abend, sagt der Bürgermeister. Ah, man sollte vielleicht in der Kneipe nachts mal vorbeischauen, dafür den Mann fehlt. Hallo Sam, ja. Ich weiß schon, wie die Leute aussehen und wie sie heißen. Toll. Das Haus zur Sonne. Und dort wohnt Haley. Aber das Schlafzimmer gehört Emily, aha. Stimmt, man kann ja jetzt, glaube ich, die Leute heiraten und die ziehen dann mit auf der Farm ein oder so irgendwas. Ja, aber das geht aber auch schon länger.
Ja, das geht schon länger, aber das ging, glaube ich, gerade noch nicht, als ich das Spiel mal gespielt habe damals. Der Knips ist gerade ins Bett, 20 Uhr, super. Dann ist jetzt Zeit für die Kneipe. Wo ist denn die Kneipe? Da, wo der Salon steht. Hey, was willst du reden? Lass mich in Ruhe! Nur die komischen Leute, die man nicht kennt. Emily. Gas? Ich glaube, er hat zu den Leuten wirklich nicht Kante. Jetzt fehlen noch drei: ein Kind, drei Kinder. Ein kleines und zwei große. Ob jemand irgendwo oben wohnt? Hier nicht. Ich glaube, man konnte auch irgendwie mit dem Automaten noch spielen oder so. Möglich, ja. Reise der Präriekönigs. Oh je, ich weiß gar nicht, was man da gewinnen konnte. Ich habe einen Coin. Und ein Tresor oder ein Grab oder sowas. Lautsprecher. Ich bin tot! Ah, okay, man lebt gleich wieder. Man hat drei Leben, gut. Und ich habe einen Tresor. Ich weiß nicht, was der Tresor macht. Ah, statt die Tasten zu drücken, könnte ich auch mit dem Pad schießen. Gut zu wissen. Er Zeit langsam nach Hause zu kommen. Ja, warum? Was sagt die Uhrzeit? 22:30 Uhr. Ich bin gerade am Spielen. Lass mich doch am Spiel spielen. Dann bist du morgen aber müde. Egal. Morgen in den Salon spielen den ganzen Tag. Ich glaube, man kann irgendwas Cooles gewinnen, wenn man da irgendwie besonders weit kommt. Das war, glaube ich, nicht so leicht. Also das besonders weit. Ja, ich verliere sogar Köder, wenn ich nur durch weiche Zeitung angeln, das ist schlecht. Ja, aber die haben da eine bessere Qualität. Ja. Die ist dann nicht mehr von gestern, sondern die ist von morgen. Kein Zeitgefühl, kann ja sein, dass die Zeit. Oh, Schrotflinte. Sonst stehen bleibt oder so. 23:40 Uhr. Na, das wird nichts mehr. Passiert nichts, hallo? Ich habe eine Shotgun. Und der schießt sich natürlich viel schneller. Jetzt bin ich vom Blitz getroffen worden. 20 nach. Ich bin ein Hulk. Ich bin ein kleiner Hulk. Vorbei. Hab eins. Ich bin noch am Spielen. Nur noch 5 Ja, Minuten, Mami. ja. Lass dir Zeit. Ganze Nacht durchgezockt hier, hä? Ja, die Power-Ups, die es gibt, sind schon cool. Ich habe gerade ein Streurad bekommen. Ein Streurad, ne? Ja, ich Streusel kommen schieße ja jetzt dann nicht lieber. mehr nach vorne, ich schieße in alle 8 Richtungen. Schön für dich. Kann. War gespannt, wann sie dich aus dem Saloon rauskehren. Hört man das irgendwann? Keine Ahnung, es ist jedenfalls 20, es ist 2:30 Uhr. Ich sehe schon, morgen bin ich müde. Bin schon wieder fast vollständig aufgeladen, energiemäßig, weil ich die ganze Zeit im Bett liege. Ich könnte noch ein bisschen angeln hier. Hoch. 2:10 Uhr. Und jetzt gibt es gleich einen Cut. Warum gibt es gleich einen Cut? Oder? Bist du nicht ab 2 Uhr nach Hause gekehrt? Oh ja, doch. Wie ab 2 wird man nach Hause gekehrt? Ja, 2 Uhr nachts wirst du normalerweise irgendwie bewusstlos. Wir haben gerade mindestens 50 Gold verloren. Die Uhr bleibt auf 2 Uhr stehen. Sobald du jetzt aus dem
Spiel rausgehst, wirst du wahrscheinlich direkt bewusstlos und wachst dann in deiner Hütte auf. Ah, okay. Bin auch gerade im Spiel hier gestorben und weiß nicht warum. Hat aber keinen Einfluss darauf gehabt anscheinend. Ah, man kann auch Geld sammeln, um dann Ausrüstung zu kaufen. Jetzt gibt's Dämonen. Ich werde langsam besser. Die Gegner leider auch. Ja, gut zu wissen, dass man auch bewusstlos spielen kann, die Zeit dann nicht weiter sich dreht. Ja, hat was. Dann verlieren wir wenigstens keine Ingame-Zeit, aber die Aufnahme wird natürlich auch ewig lang. Oh, jetzt habe ich gerade auf den zweiten Monitor geschaut. Oh, na, Mist, und da gab es ein Rad. Das hätte alle Probleme obsolet gemacht. War hängen geblieben, meine Barrikade, verdammt. Mein letztes Leben, dann ist eh vorbei. Dann mache ich gleich bewusstlos im Bett auf. Wieder bei Bewusstsein im Bett. Bewusstlos im Bett aufwachen ist, glaube ich, nicht so toll. Hm. Munitionsgürtel. Machine Gun, Ammo, Feuer. Das Schlimme ist, du kannst mir noch nicht mehr dabei zusehen, wie ich hier den Highscore knacke. Ja, mach du nur. Das könnten Glasscherben sein da hinten. Ohne Schrotflinte. Und ich bin tot. Null Leben. Ne, oh, das war noch ein Leben. Das nullte Leben zählt noch als Leben. Jetzt immer diese Einstellung bei Spielen, was, wann man tot ist. Ist das letzte Leben das eine, was man noch hat? Das, was man gerade spielt, ist das noch eins danach? Ich werde eingekesselt. Ohne Power-Up wird das ja nichts mehr. Ja, Glück gehabt bis jetzt. Und in den Glasscherben verreckt. Leben mal minus 1. Game over. Ich kann neu starten oder verlassen. Ich, dir zuliebe, verlassen wir das Spiel. Warte auf andere Spieler. Badum. Lange im Saloon gezockt. 18. Tag im Frühling. Level up. Fischen, Stufe 5. Ich kann einen Beruf wählen. Fische sind 25% Mehrwert oder Fallensteller. Werden weniger Güter für die Krabbenreusen benötigt. Jawohl, dann was soll ich nehmen? Ja, dann wohl das erste, oder? Die Fische sind mehr wert grundsätzlich. Und die Krabbenreusen, wenn man die erstmal hat, hat man sie. Genau. Stimmt, ich wusste gar nicht mehr, ob man Berufe wählen kann. Aber da gab es irgendwas, auch beim Farmer. Level 5 und Level 10 kann man sich jeweils einen Beruf auswählen. Und ich bin sogar ausgeruht, ha! Hat uns aber Geld gekostet. Ach, 50. Ja, Dr. Harvey hat mir wieder geschrieben, was in der Klinik angeliefert wurde. Jemand braucht frischen Blumenkohl. Jody braucht frischen Blumenkohl. Bitte sag mir, wir haben noch einen Blumenkohl. Pastinaken brauchen wir für das Rezept. Dann muss ich noch, wir haben den 19. Blumenkohl haben wir noch auf dem Feld, oder? Ja, gut. Aber hier, wo ich bin. Ja, ist egal. Ist halt noch dass nicht. Wir den noch in das. Achso, nee, das komplette Feld ist Blumenkohl. Ja, dass wir den noch vorbeibringen können, meine ich. Ja, ja. Dann hole ich mir noch diese anderen Gemüse im Dorf. Dass wir die heute noch einpflanzen, damit die noch wachsen im Frühling. Auch wenn wir jetzt genug haben für das Schwert. Mein schönes Schwert. Mein Schwert. Ach so, boah, der hat noch nicht geöffnet. So, ich muss noch irgendwelche Kinder anquatschen. Interessant, dass sogar die Häuser verschlossen sind bis morgens um 9.
Ah, das da war der vorletzte. Dann fehlen mir jetzt noch die beiden. Okay. So ein kleines Mädchen, die anderen zwei komischen. Kann ich mir die auf der Karte ansehen, wer wo wohnt? Nee, ne? Da steht dann nur der Name, aber nicht wie sie aussehen. Schade. Ja, da du den Namen noch nicht hast. Hehe. Aber ich weiß, dass die, die ich brauche. Vielleicht kannst du mir helfen. Wohnt hier in der Klinik und die andere wohnt hier bei Piers. Ich hab so den Typi mit den rosa, nee, mit den violetten Haaren, den Typ, wo ich gedacht habe, ist seine Frau und so ein kleines Mädchen mit roten Haaren. Der Elliot ist unten am Strand. Normalfall. Wie auch immer das von den Leuten ist, das ist einer von den zwei größeren. Das ist der Hübsche. Ja, dieser Schönling. Also nicht hübsch, Schönling. Ah, da haben wir eine kaputte Brücke. Jetzt fehlt mir noch einer. 300 Holz, dann kann man die Brücke reparieren. Auch gut. Könnte man da rechts interessante Sachen sammeln. Ich habe eine Venusmuschel gefunden. Ah, der Typ, der steht jetzt hinterm Tresen, deswegen kann ich ihn nicht ansprechen, außer um Zeug zu kaufen. Nee. Ja, am Strand steht leider keiner. Außer der kann über die kaputte Brücke rüber. Das ist doof. Heiliger. Das Energietonikum, das er verkauft, stellt 500 Energie und 200 Gesundheit wieder her. Und das ist wahrscheinlich unendlich teuer. Ja, 1000 Gold halt. Also von momentan gesehen, ausgesehen, unbezahlt. Okay, im Julia-Markt arbeitet auch keiner von denen. Shane haben wir hier, die Frau in der Kasse schläft halt. Halb. Nein, Morris. Ich will nicht zum Julia-Markt. Sind diese blöden Kinder. Da, der mit dem violetten Hand, bleib stehen! Bleib stehen! Bleib stehen! Penner! Sebastian heißt er. Okay, damit haben jetzt fehlen noch zwei. Ich habe den Schönling leider noch nicht gefunden und das kleine goldige Mädchen. Hier wohnen sie nicht. Da wohnen Opi und Omi. Im Salon muss man wahrscheinlich auch nicht schauen, aber ich könnte jetzt mal noch bei Pierre... Ah, da gibt es eine Animation, interessant. Hier liegt gerade im... Ja. Willkommen bei Pierre's. Was dann? Da kommt jetzt der Morris und haut auf den Tisch. Ah ja. Kommt her, alle Gutscheine, her. 50% Rabatt im Joja-Markt. Nun, irgendjemand interessiert. Ah, jetzt kommen natürlich alle hin. Der arme Pierre. Ich habe keinen Gutschein bekommen. Naja, der Joja-Konzern möchte den ganzen übernehmen. Und er macht sich drüber lustig, der arme Pierre. Abigail steht mir im Weg. Krankenhaus, war ich da schon? Ich muss immer noch das kleine goldige Mädchen suchen. Ja, ich habe die Samen nicht gekauft, oh. Also, wir brauchen, sagen wir mal, drei Bohnen, drei Pastinaken, Blumenkohl,
12 Tage, nein, Kartoffeln, 6 Tage. Okay. Kartoffeln waren noch relativ viel wert, hast du gesagt, oder? Kartoffeln? Kann sein. So, ich habe mal von allem Quark, den es gibt, etwas gekauft. 3 Stück, dass wir was haben. Und das dauert höchstens 6 Tage. Das müssen wir halt nachher noch anpflanzen, aber das sollte ja nicht das Problem sein. So, wenn der dumme Schönling mal noch auftauchen würde und das kleine goldige Mädchen, hätte ich alle. Hier geht's nicht weiter. Ich weiß nicht, wie die Kinder von den Schreinern heißen. Schreiner Lise und der Schreiner Peter oder so. Ich hab keine Ahnung. Narzisse! Beschwert sich über das Wetter. Nee, hier wohnt auch keiner. Mann, Mann, Mann. Die Leute kennenlernen ist ganz schön schwer. So, wenn ich jetzt da reingehe, komme ich dann auf der anderen Seite im Haus raus. Aha, anscheinend. Okay, mal irgendwie im Privatgemach heraus. Tja. Dann gehe ich mal noch das Gemüse anbauen. So viel auf der Farm, was wir gar nicht nutzen. So. Da ist der Doktor. Reden, reden, reden. Yes. Du hast jetzt wahrscheinlich alle. Ja. Wenn du zufälligerweise den Schönling oder das kleine goldige Mädchen findest, sag mir bitte Bescheid, die suche ich. Kleines goldiges Mädchen. So kleines Mädchen halt mit rotbraunen Haaren. Ein kleines Mädchen. Kinder sind hier, glaube ich, nicht mit. Oder doch, Vincent? Du kannst die Kinder nicht daten, aber du kannst allen ein gutes Verhältnis aufbauen. Ja, ja. Gott sei Dank. Spielen Sie Stardew Valley, das Spiel, in dem Pädophilie unterstützt wird. Dirt. Gib mir mehr Informationen über. Ja, Moment, ich werfe noch gerade die Kartoffeln in die Erde. Tja, ich weiß halt nicht, wie sie heißt. Ist ein kleines Mädchen, rotbraune Haare, ein gelber Pulli, eine Halskette und eine braune Hose. Das ist die Penny. Okay. Die ist ledig. Echt? Das ist kein Kind? Okay, wo finde ich Penny? Moment. Mal gucken. Penny. Penny wohnt im Trailer bei Pam. Ah, okay. Dann war ich dort noch nie drin. Ja, auf mich zu beißen, dämliche Fledermaus. Aber sie hat 2 Fledermausflügel hinterlassen. Gut, und dann der Schönling, wo ist der? Ich komme hier. Müsste, wie gesagt, er wohnt, glaube ich, in dem Haus am Strand. Ah, das war vorhin leer. Unbesetzt, verschlossen. Ja, ist er irgendwo rumgerannt, vielleicht unten am Steg oder weiß der Kuh. Ja, gut, was. Am Strand war er wirklich nirgends. Ja, mag sein. Jetzt machen die um 20 Uhr die Wohnung dicht. Nee. Naja, dann lerne ich heute nicht mehr alle kennen. Dann geht's ab ins Bett für mich. Ist auch schon wieder Zeit für das Folgenende. Leider, leider. Oh, bin immer so schnell bei dir. Schlimm. Ja, die Zeit geht halt schnell um. Wir machen ja hier keinen Endlos-Stream oder so.
Gut, wäre auch mal eine Idee. Dann vielen Dank an dich fürs Mitmachen und vielen Dank an euch fürs Zuschauen. News und Infos gibt's wie immer bei Twitter und ansonsten hoffe ich, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ciao, Leute! Bye!